Blizzard tötet die alten Konsolen endgültig. Was bedeutet das für GTA E&E auf dem PC? Und das nächste GTA Online DLC kommt damit schon früher als gedacht. Das und noch vieles mehr gibt's im heutigen Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Kifflau, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Erstmal willkommen an alle neuen Leute, die eingeschaltet haben. Wir haben nämlich eben gerade die 144.000 Abos geknackt. Dementsprechend herzlich willkommen an alle Leute, die neu mit dabei sind. Und passend dazu hat Rockstar Games auch eben den neuen Newswire-Post veröffentlicht für die neue Eventwoche, welche ja heute gestartet hat. Die haben wir aber schon in dem ersten Video heute besprochen. Und in diesem Newswire-Post gibt es eine sehr, sehr überraschende Mitteilung. Denn Rockstar Games hat angekündigt, dass die GTA 5 Version auf der PS4 und der Xbox One diesmal nicht nur Inhalte nicht bekommen, sondern sogar Inhalte, die es seit über 10 Jahren im Spiel gab, weggenommen bekommen. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns doch direkt mal an, was Rockstar Games auf dem Newswire geschrieben hat. GTA Online Updates für die PS4 und die Xbox One. Da wir beginnen, uns den Grenzen dessen zu nähern, was im Rahmen der technischen Kapazität der Konsolen der vorherigen Generation möglich ist, ergreifen wir die notwendigen Schritte, um zukünftige GTA Online Updates auf PlayStation 4 und Xbox One zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Änderung wird der Rockstar Editor einschließlich aller im Rockstar Editor gespeicherten Clips oder Projekte ab dem 20. Februar 2024 nicht mehr auf PS4 und Xbox One Konsolen verfügbar sein. Der Rockstar Editor wird weiterhin vollständig unterstützt auf der PS5, der Xbox Series X und S und dem PC. Dieses Update wird dazu beitragen, die Stabilität dieser Plattform sicherzustellen und sie so lange wie möglich mit GTA Online Ergänzungen auf dem neuesten Stand zu halten. Weitere Informationen zu der Rockstar Games Editor Änderung, einschließlich zum Exportieren und Speichern von Rockstar Editor Projekten auf der PS4 und der Xbox One, findet ihr auf unserer Support-Webseite. Ich bin mir sicher, dass der erste Gedanke von vielen, die vielleicht noch auf Old-Gen spielen, jetzt ist: Alter, Rockstar Games wollte uns eigentlich veräppeln. Aber Leute, eins am anderen. Vielleicht sollten wir mal ganz, ganz kurz noch die Frage klären: Was ist denn eigentlich der Rockstar Editor? Weil vielleicht nicht jeder den unbedingt kennt. Und zwar, wenn ihr Fotos, wenn ihr Videoaufnahmen in GTA machen wollt, dann könnt ihr das machen und die danach im Rockstar Editor, nicht zu verwechseln mit dem Rockstar Creator, das ist nämlich das Ding, wo man eigene Jobs erstellen kann. Der Rockstar Editor ist für diese Video- und Bildaufnahmen zuständig und ist auch eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Tool. Da haben wir zum Beispiel unseren GTA 6 Song gemacht, die ganzen GTA-Filme und auch einige Thumbnails kann man da ganz gut drin machen und so weiter und so fort. Also, ist ein sehr, sehr cooles Tool. Das gab es eigentlich schon so seit Ewigkeiten auf der PS4. Seit über 10 Jahren gab es das auf der PS4 und der Xbox One. Und jetzt wird Rockstar Games uns das Ganze auf den All-Gen-Plattformen wegnehmen. Und ich bin mir sicher, jetzt gibt es da erstmal einen großen Aufschrei. Aber Leute, eins am anderen. Kommen wir erstmal auf den Punkt, was jetzt ganz konkret sich ändert. Am 20. Februar, und das ist ein Dienstag, was sehr interessant ist, und damit auch eigentlich ein Update-Tag, wird der Rockstar Editor auf den All-Gen-Plattformen, also nur auf der PS4 und der Xbox One, nicht auf dem PC, also nur PS4 und Xbox One, abgeschaltet. Das Interessante ist jetzt hier, dass dieser 20. Februar ein Dienstag ist und ein Dienstag eigentlich ein Update-Tag ist. Warum machen sie das? Ich meine, warum haben sie diese Änderung, die ja doch recht gravierend ist, nicht einfach mit dem Winter-Update gemacht oder mit dem Sommer-Update? Und warum nicht einfach mit der neuen Eventwoche? Ich meine, das ist ja jetzt kein neuer Content irgendwie groß oder so. Warum das Ganze an einem Dienstag? Bedeutet das, dass wir da vielleicht ein Update bekommen? Vor allem mit Blick darauf, dass aktuell der PC ja noch in eine Kategorie mit der PS4 und der Xbox One geworfen wird. Bedeutet, alle Next-Gen-Inhalte wie GTA Plus, HSW-Fahrzeuge, Tiere im Online-Modus und so weiter nicht bekommt. Und jetzt scheint es so, als würde ab dem 20. Februar zumindest teilweise der PC zu den Next-Gen- oder Current-Gen-Konsolen, also der PS5 und der Xbox Series X und S, gehören. Bedeutet das in der Kombination, dass er hier zumindest, was Rockstar Editor angeht, zu der Current-Gen gehört und zusätzlich, ja, das Ganze auch ein Update-Tag ist, also ein Dienstag, dass der PC ein größeres Update bekommt und damit auch alle PS5-Inhalte freigeschaltet bekommt. Also GTA Plus, HSW-Fahrzeuge, Tiere im Online-Modus und so weiter und so fort. Leute, die auf PC spielen, konnten ja bis heute nicht nachvollziehen, warum sie auf der alten GTA-Version noch spielen und nicht auf der aktuellen, die nun mal auf PS5 ist.
Das kann bis heute keiner nachvollziehen, weil der PC eigentlich leistungsstark genug sein sollte. Und dementsprechend wird es wohl Zeit, dass Rockstar Games das Ganze glatt zieht. Und das scheint es am 20. Februar zu sein. Allerdings ist davon von Rockstar Games noch nichts bestätigt worden. Der Newswire behandelt wirklich nur den Rockstar Editor. Andere Inhalte von GTA Plus oder von generell GTA Remastered, da gibt es leider keine offizielle Information zu. Zumindest noch nicht. Was auch sehr interessant ist, dass der 20. Februar in 4 Wochen ist, beziehungsweise in 5 Wochen. Aber bis dahin haben wir noch 4 Eventwochen, noch 4 Donnerstage. Und im Coding haben wir noch 2 Fahrzeuge, welche sehr, sehr ähnlich sind. Und zwar den Interceptor und den Clackenbell Benson. Diese beiden könnten nämlich im Zusammenhang mit dem Clackenbell Heist stehen. Ich meine, dass der Benson irgendwas mit dem Clackenbell Heist zu tun hat, ist, glaube ich, offensichtlich. Und den Interceptor, der hat auch eine Verbindung, weil das Auto von Vincent, der unsere Kontaktperson in diesem Heist ist, den Interceptor hat. Und vor allem, weil man durch den Heist den billigeren Einkaufspreis vom Interceptor freischaltet. Also, diese beiden Autos sind irgendwie mit diesem Heist verknüpft. Und wenn wir jetzt 4 Wochen haben und anscheinend Rockstar Games jede Woche was Neues raushaut, außer diese Woche hier, könnte das heißen, dass wir jetzt in den nächsten 4 Wochen jeden Tag oder jede Woche besser gesagt, jede Eventwoche, ein neues Auto bekommen plus dann direkt im Anschluss das Update. Oder wir bekommen jede Woche nur ein Auto und dann am 20. bekommen wir den Clackenbell Heist mit einem neuen Auto, wahrscheinlich mit dem Interceptor oder mit dem Benson oder so, und der PC bekommt dann gleichzeitig noch die Next-Gen-Inhalte. Also ihr merkt, das Ganze ist schon irgendwie ein bisschen verwirrend, aber es ist einfach extrem viel, was hier aktuell abgeht. Was auch sehr interessant ist, ist auf dem Newswire, dass sie damit indirekt bestätigt haben, dass wir noch weitere Updates in GTA Online bekommen. Denn sie haben geschrieben, um die PS4 und die Xbox One so lang wie möglich mit GTA Online Ergänzungen auf dem neuesten Stand zu halten. Bedeutet, dass die PS4 und die Xbox One noch Updates bekommen sollen in Zukunft mit neuen Inhalten. Was wiederum bedeutet, alle bekommen neue Inhalte. Und das ist doch ziemlich cool, denn GTA 6 dauert mal noch mindestens ein Jahr. Und bis dahin brauchen wir ja was zu tun, nicht wahr? Allgemein scheint es aktuell so, als würde Rockstar Games GTA Online einmal aufräumen. Nachdem sie jahrelang zwar immer neuen Content gebracht haben, aber irgendwie das Ganze nie mal aufgeräumt haben, sortiert haben und einfach mal auf eine gerade Linie gebracht haben, haben sie jetzt extrem viel alten, gewünschten Content ins Spiel gebracht. Die Tiere im Online-Modus, die Polizeiautos und so weiter und so fort. Und dazu gehört eben auch alte Konsolen, die einfach leistungsmäßig nicht mehr mithalten können, auszuschalten und zu töten damit. Ob das Ganze jetzt daran liegt, dass 5M zu Rockstar Games gehört und die da eine Menge Kreativität und Power reingebracht haben, oder daran, dass einfach Rockstar Games jetzt mit einem Blick auf GTA 6 GTA Online ein bisschen aufrüsten will, ein bisschen Schwung da reinbringen will, das ist die große Frage. Ich persönlich finde es auf jeden Fall gut und ich weiß, dass man viele Spieler damit leider verkrault oder auch viele Spieler damit leider enttäuscht, aber an irgendeinem Punkt muss man halt einfach mal, ja, nicht ewig dem Alten hinterherhängen, sondern einfach sagen, ab jetzt gibt es nur noch die neuen Inhalte, weil sonst die PS4 und die Xbox One das ganze Ding geht ja online, die nächsten Spiele und so, komplett ausbremst. Und an irgendeinem Punkt muss man halt mal sagen, so, bis jetzt und nicht weiter. Und Rockstar Games macht das ja inzwischen, indem einfach immer weniger Inhalte für die alten Plattformen kommen und dafür neue, größere auf den Current-Gen-Plattformen. Ob der Rockstar Editor jetzt wirklich so einen großen Impact hat auf die Leistung auf der PS4, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich habe keine Informatik studiert oder sowas. Aber wenn Rockstar Games das schreibt, dann werden sie das auch wissen, warum. Also sie werden ja nicht zum Spaß das einfach rausnehmen. Und wenn sie sagen, okay, das könnte dazu führen, dass man auf den Old-Gen-Plattformen wenigstens noch ein paar normale inhaltliche Updates bringen kann, bevor das Ganze komplett abgeschaltet wird, tja, dann ist das doch positiv. Heißt im Umkehrschluss, wenn du noch auf Old-Gen spielst, speichert deine Projekte im Rockstar Editor, exportier die noch bis zum 20. Februar und dann wird wohl die All-Gen deutlich, deutlich ausgemerzt. Heißt, ich würde mich schon mal umschauen, ob du nicht irgendwo mal eine PS5 rankommst. Übrigens auch im Blick auf GTA 6 brauchst du so oder so früher oder später eine PS5, dementsprechend warum nicht jetzt schon holen. Übrigens, und das nur so als kleinen Input noch am Ende, selbst Test2, der wohl bekannteste und wichtigste Leaker in der GTA-Szene, hat bestätigt oder geht davon aus, dass der PC mit diesem Update auch GTA E&E bekommen wird. Ist, wie gesagt, nicht bestätigt, aber klingt sehr interessant. An der Stelle interessiert mich mal, was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Sagst du, ey,
hey, finde ich gut, dass Rockstar Games die alten Plattformen jetzt mal abschaltet oder generell mal ein bisschen runterfährt, dafür halt Platz macht für die Next-Gen oder die Current-Gen-Konsolen. Oder sagst du, nee, Rockstar Games, ich habe noch meine PS4, ich will alle Updates darauf kriegen, ist mir egal, ob das mit 10 FPS läuft, ich brauche den Rockstar Editor. Schreib mir deine Meinung. Auf jeden Fall in die Kommentare, lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn du dieses Video hier gefeiert hast und teils mit deinen Freunden, damit auch die Bescheid wissen. Am liebsten wär's mir natürlich, wenn du noch ein Abo da lässt, weil dann verpasst du nichts mehr rund um GTA. Auf diesem Kanal hier bist du immer top informiert und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao.